Herzlich willkommen, liebe Abonnentinnen und Abonnenten, bei diesem News-Video. Heute geht es um Ken Sugimori, der, ihr wisst schon, der Art Director der Pokémon-Serie. Und der hat ein Statement zu einer möglichen Generation abgegeben. Aber bevor ihr jetzt ausrastet, Game Freak ist nur teilweise so geisteskrank. Sie werden nicht jetzt schon Generation 7 ankündigen. Einen Monat nachdem X und Y erschienen sind. Nein. Es ging darum, wie man die Zukunft gestalten möchte. Und zwar heißt es, dass man die Pokémon-Generation etwas simpler gestalten möchte als früher. Dies, finde ich, macht sich auch schon in Pokémon X und Y eigentlich deutlich, wo es viel weniger Postgame-Content gibt. Auch die Anzahl neuer Pokémon stark verringert wurden. Er sagt eben, das Argument, was ich schon länger angebracht habe, dadurch, dass es so viele unterschiedliche Attacken gibt und so viele unterschiedliche Items und Fähigkeiten, wäre es so, dass es für Neuansteiger extrem schwierig wird. Natürlich wird man immer neue Pokémon dazu erfinden, das ist klar. Ich finde, man hat in X und Y einen ziemlich guten Spagat geschaffen, indem man die Mega-Entwicklung dazu genommen hat. Das war wirklich sehr dienlich. Letztendlich ist aber natürlich das, die Hauptsache zu den Vielfalt an Angriffen, Items und Fähigkeiten gehen. Dort überlegt man es, die zu verringern. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Bedeutet das, dass man Items und Attacken abschaffen will? Wenn ja, wäre das der größte Bullshit seit der Erfindung von Unratytox. Also, was das soll, weiß ich jetzt wahrhaftig nicht. Im Gegenteil, es sollten vielleicht mal der Kampffahnder wiederkommen, Game Freak, nur so als Hint, by the way. Aber trotzdem, auf jeden Fall soll das Pokémon-Spiel nun simpler gehalten werden. Entaus geht sogar so weit zu sagen, dass das EV- und DV-Training eventuell entfernt werden könnte. Davon gehe ich jetzt mal nicht aus, weil... Nein, davon gehe ich wirklich nicht aus. Ich nehme einfach an, weil sie sagen würde, es soll simpler wie Rot-Blau-Gelb gestaltet werden. Das ist eben, weil in Schwarz 2 weiß der war schon sehr komplex oder auch Platin. Und ich finde, bei X und Y merkt man durchaus, dass es weniger komplex ist. Was für mich aber eigentlich eher negativ ist, muss ich sagen. Natürlich bin ich sehr zufrieden mit der Anzahl von neuen Pokémon von 72 und den Mega-Entwicklungen dafür, die 30. Das war eine gute Anzahl. Aber an sich, X und Y haben enormes Potenzial, finde ich, an einigen Stellen hätte etwas mehr Detailarbeit und weniger simple Welten oder Sachen dem ganzen Spiel durchaus helfen können. Jetzt ist die Frage, was ist eure Meinung dazu? Sollte Pokémon simpler werden in der neuen Generation? Und wenn ja, was? Schreibt es mir in die Kommentare.